Viele Fakten. Hast du das schon gewusst? 65.535. So viele verschiedene Editionen hätte es von der ersten Generation von Pokémon geben sollen. Aber so viele unterschiedliche Module herstellen? Wie hätte das denn geklappt? Wenn es nach dem ursprünglichen Plan von Pokémon-Schöpfer Satoshi Tajiri gegangen wäre, hätte es nur ein Modul von Pokémon gegeben. Es war geplant, dass eine ID auf dem Modul per Zufall generiert wird. Die Spannweite der ID reichte von 1 bis 65.535. Je nach ID wären unterschiedliche Pokémon in seinem Spielmodul fangbar. Es wäre nötig gewesen, mit Spielern Pokémon zu tauschen, die möglichst eine andere ID haben und damit auch andere Pokémon. Die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu treffen, der die gleiche ID hatte wie man selbst, wäre sehr gering. Dennoch kann man daraus schlussfolgern, dass man bei diesem System mehr als nur eine Person zum Tauschen brauchte, um alle Pokémon zu fangen.